Und ich habe wirklich keine negativen Gefühle zu irgendwas davon. Micro-Expressions, Leute. Die Mimik stimmt nicht überein mit dem, was Elda sagt. Tut mir leid. Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute gibt es die Aussprache von Princess Charming, Staffel Nummer 3. Ich glaube, sehr viele Leute sind sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt noch nirgendwo gespinkst. Ansonsten, auch wenn ihr schon gespinkst habt, werden wir in dieser Folge hier das Wiedersehen analysieren. Und ich bin sehr, sehr traurig, sage ich euch ehrlich, dass diese Staffel jetzt zu Ende geht. Ich würde sagen, wir starten mal rein. Ich sage am Ende noch was dazu. Und natürlich ist die Frage, mit was machen wir hier jetzt weiter? Ich möchte auf alle Fälle eine weitere Show kommentieren. Eine queere Dating-Show ist gerade nicht im Angebot, Leute. Letztes Jahr hatte ich Bachelor in Paradise angefangen. Allerdings habe ich das letztes Jahr als echt nicht so spannend empfunden, wenn ich ehrlich bin. Es war immer die gleiche Leier. Ich hätte einfach gern was, wo die Beziehungen ein bisschen komplexer sind. Und da läuft momentan Sommerhaus der Stars und Temptation Island. Die sind zwar beide schon mitten in der Staffel, aber die Frage geht raus an euch. Hättet ihr Lust, dass ich das analysiere? Ich weiß, es wird eine harte Nummer werden, aber ich dachte mir, ich gebe die Frage einfach mal an euch raus. Irgendwie hätte ich ja Bock. Und wir diven jetzt rein ins Wiedersehen. Wenn ihr die ganze Wiedersehensfolge sehen wollt oder generell eine andere Folge, könnt ihr das auf RTL Plus tun. Und nun das letzte Mal das Intro, Leute. So Leute, ich habe einige Sachen rausgeschnitten aus diesem Wiedersehen, weil ich sie ehrlich gesagt einfach nicht so spannend fand. Es gibt allerdings schon ein paar spannende Stellen, die habe ich natürlich drin gelassen. Alle Dinge, die ich hier übrigens sage, sind natürlich auch aus meiner subjektiven Brille. Das heißt, ne, wir dürfen nicht vergessen, es ist geschnitten, es wird nochmal in Kontext gesetzt von der Produktion, von der Postproduktion, von der Redaktion, von den ProducerInnen. So, das will ich nur nochmal sagen. Das heißt, wir sehen immer nur einen Bruchteil von dem, was eigentlich passiert ist. So, und darauf projizieren wir Dinge und so weiter. Das will ich vorher nur noch mal sagen. Das heißt, wir kriegen hier nicht unbedingt die Wahrheit, aber wir kriegen einen Teil davon. So, und das macht was mit uns. Und das ist ja auch der Grund, warum wir das gucken, weil es was mit uns macht, weil wir das spannend finden, weil wir vielleicht was mitnehmen wollen, vielleicht auch, weil wir unterhalten werden wollen. Aber es ist emotional. Es ist auf alle Fälle was, was uns in irgendeiner Form toucht, weil wir natürlich alle Beziehungen in irgendeiner Form kennen. Das wollte ich am Anfang nur noch mal sagen. Das Problem bei solchen Reality-TV-Shows ist natürlich, dass da ja wirklich echte Menschen sitzen, wir aber natürlich eine Show bekommen und das zu verbinden immer dazu führt, dass diese Personen einem krassen Druck ausgesetzt sind. Ne? Also wir dürfen nicht vergessen, es sind echte Menschen dahinter. Das möchte ich vorab nur noch mal sagen. Madeline, wie fandest du denn die ganze Princess Charming Staffel als Princess? Sehr aufregend. Ich merke auf jeden Fall, ich glaube, dass wir alle ein bisschen angespannt sind noch. Aber ich freue mich sehr, alle wiederzusehen. Und das finde ich eine spannende Aussage, ehrlich gesagt. Warum sind denn alle angespannt? Gab es da denn noch irgendwas, was wir nicht mitbekommen haben? Also tatsächlich muss ich sagen, es war wieder total aufregend. So, Elsa sitzt neben Madeleine. Ich finde, beide wirken, ja, auf den ersten Blick distanziert. Genauso wie beim ersten Mal, weil es waren ja nicht die gleichen Menschen. Es waren ja wieder neue Menschen, auf die man sich irgendwie einstellt oder auch nicht einstellen kann. Aha. Oder was auch immer. Okay, da sind jetzt irgendwelche Bemerkungen drin. Da sind Menschen drin, auf die man sich einstellen kann oder auch nicht einstellen kann, was auch immer. That sounds kind of like, dass da irgendwas passiert ist. So, bevor wir jetzt natürlich zur Frage aller Fragen kommen, sind Madeleine und Elsa noch zusammen, kommen wir jetzt auch zu gewissen Szenarien, die uns natürlich in dieser Staffel beschäftigt haben. Nathalie, du hast Madeleine mit deinen Gesprächsinhalten ja wirklich extremst und schön unterhalten. War das deine Taktik oder warst du einfach nur nervös? Der Moderator fragt Nathalie, ob ihre Art ihre Taktik war. I don't know, in welcher Welt man sowas jemandem fragt, ehrlich gesagt. Wenn ich mir vorstelle, ich habe wieder einen weirden socially Moment aufgrund meiner Neurodivergenz, einfach nur auf mich bezogen. Und jemand würde im Nachhinein so fragen, sag mal, war das eigentlich Taktik von dir? Also bist du da manipulativ rein oder warst du halt einfach nur nervös? Hä? Ein Glück nimmt es Nathalie mit Humor und nicht so ernst, aber die Frage ist schon kind of, naja. Also, wenn ich ehrlich bin, ich kenne mich ja selbst. Und ich wusste einfach, glaube ich, in vielen Situationen nicht,
was bespreche ich in der Kürze der Zeit jetzt? Na, also man hat wirklich eine ganz, ganz kurze Zeit. Das sind teilweise irgendwie gefühlt 2-3-Minuten-Takte gewesen an Gesprächen. Ja, ich glaube einfach, dass ich diese kurze Zeit, die wir hatten, dass mir sehr schwer gefallen ist, die zu nutzen. Hättest du lieber irgendwas anders gemacht? Ich finde es total schade, dass Nathalie schon wieder in diese Situation gebracht wird, wo sie ihre Art und wie sie sich in dieser Situation verhalten hat, so erklären muss. Es ist ja schon eingefärbt, die Frage, ne? Das finde ich so ein bisschen schade, weil das Einzige, was ich verstehen könnte, was man jetzt nochmal nachfragen würde, was nämlich unklar war, finde ich, und wo man so nochmal nachhaken kann, ist die Sache mit dieser Knutscherei, die sie da Madeleine gesteckt hat. Das werden wir jetzt gleich auch noch klären. Ja, also klar, also im Nachgang, wenn ich mir das anschaue, dann gibt es natürlich Situationen, wo ich mir denke, oh Gott, das war sehr unangenehm oder unpassend oder cringy. Das würde ich jetzt wahrscheinlich mit Erfahrung anders machen oder anders handeln. In den Situationen war das meine Realität und in den Situationen ging es mir nicht gut teilweise und ich habe die Situation schwierig handeln können, habe das sehr, sehr offen kommuniziert, immer und immer wieder. Und das war so ein Teufelskreis, glaube ich, aus dem ich nicht rausgekommen bin. Und das hat es dann sehr schwer gemacht und sehr belastend gemacht, jemanden in so einer Situation kennenzulernen. Aber ich finde umso schöner, dass Nathalie dann eben so sagt, ey, das war meine Realität und klar, ich würde Dinge vielleicht anders machen. Damit verleugnet sie sich nicht selber, sondern ja, validiert sich eigentlich. Und das ist eigentlich total schön, wie sie damit umgeht. Kommen wir jetzt aber zur Pets-Aktion, weil die fand ich nämlich tatsächlich kacke. Es gab dieses Gruppenknutschen im Pool. Du hast es Madeleine erzählt, das fand Melanie, glaube ich, nicht ganz so cool. Wie sieht es bei euch beiden jetzt aus? Also sind da die Wogen geglättet? In der Situation war es schon geklärt, weil das Gespräch, was wir geführt haben, für mich dazu geführt hat, dass es geklärt wurde. Und was jetzt alles im Nachgang irgendwie noch aufgebauscht wird, das tangiert uns, glaube ich, nicht. Wie dankbar Nathalie Melanie angrinst, süß. Ich glaube, ne, Melanie hat einfach gar keinen Bock, das irgendwie in der Öffentlichkeit auszutragen und darüber zu sprechen. Das ist zumindest so der Vibe, den ich bekomme. Das Ding ist halt, wenn man in so einer Show mitmacht und dann so Sachen aufkommen, dann ist das Feedback natürlich unfassbar groß. Leute sehen das und eigentlich ist diese Show eine Projektionsfläche für uns selbst. Das heißt, sie reagieren darauf. In uns werden natürlich Emotionen auch hochgeholt. Das ist ja der Sinn, deswegen gucken wir da auch so gerne rein. Es catcht und attached uns. In dem Fall zieht sich Melanie da raus, weil sie, glaube ich, weiß, welche Rolle sie da einnehmen würde. Und sie keinen Bock, kann ich mir vorstellen, auf diese Rolle hat. Ich glaube einfach, dass ich die Situation vielleicht auch anders wahrgenommen habe in dem Moment. Und jetzt im Nachgang, wo ich mir das anschaue, kann ich nachvollziehen, wie das angekommen ist und kann auch nachvollziehen, dass das halt einfach widersprüchlich ist, was ich da sage. Und kann mich an der Stelle nur entschuldigen und sagen, das ist nicht meine Intention gewesen, irgendwen zu verraten. Es ist nicht meine Intention gewesen, irgendwelche bösen Absichten zu haben, sondern ich war, glaube ich, sehr überfordert und sehr am Struggeln in vielen Situationen. Und ich glaube auch, dass ich das Gespräch vielleicht auch so gedroppt habe, weil ich gar nicht wusste, okay, was spreche ich jetzt mit Madeleine? Es ist schön, dass Nathalie sagt, sie hatte da keine bösen Intentionen. Und ich glaube auch, dass es so kind of Überforderung war und dass man das dann eben da so rausgebracht hat. Ich glaube schon, dass sie wollte, dass sie selber quasi besser dasteht bei Madeleine aus so einer sehr unsicheren, verzweifelten, fast schon verzweifelten Position für sie selbst, also weil sie sich so gefühlt hat. Und diese Unsicherheit hat das andere dann wettgemacht. Also es war dann egal, was mit den anderen ist, weil jeder Grashalm danach gesucht wurde, sich irgendwie zu positionieren bei Madeleine, weil sie so unsicher war. Das ist zumindest meine Interpretation. Aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwie was Bösartiges dahinter gesteckt hat. Ist ganz oft so. Leute tun Dinge, die vielleicht nicht so geil sind für andere. Nicht, weil sie andere Menschen verletzen wollen, sondern aus eigener Unsicherheit. Was sie aber trotzdem nicht von der Verantwortung befreit. Ne? Also das bedeutet nicht, dass Leute einfach die ganze Zeit so Sachen machen können, ohne dass da Konsequenzen drauf folgen. Aber ich finde, Nathalie übernimmt hier schon Verantwortung und sagt, es tut ihr leid und sie hatte da keine bösen Intentionen. Ich fühle mich zu Madeleine hingezogen, aber kann sich das noch weiterentwickeln und das hat es dann auch tatsächlich, ja. Die Reise ging auf jeden Fall weit. Wie war diese Reise, auch rückblickend jetzt mit dir und Alena?
tatsächlich, nachdem Desi dann gegangen ist, ging es meiner Meinung nach eigentlich nur noch bergauf. Mhm. Und hast gezeigt, ich bin da und ich habe Interesse. Ja, das war das Zeichen für mich, was ich brauchte. Okay, Elena konzentriert sich jetzt komplett auf mich. Deswegen ging es halt dann echt ziemlich steil ja auch bergauf. Elena ist ja drin geblieben in der Show, obwohl ein Kuss mit Desi passiert ist und Desi hat die Show verlassen. Und Elena ist bis ins Halbfinale gekommen. Ich hatte dir ja bei der Entscheidung auch gesagt, ja, erstmal ja, was auch sehr kritisch irgendwie ankam. Aber das war aus dem Grund, weil ich da auch sehr intuitiv gehandelt habe und ich auch natürlich erstmal gucken wollte, okay, ich weiß, ich fühle mich zu Madeleine hingezogen, aber... Und der Blick von Madeleine ist schon kritisch auf alle Fälle, wirkt da. Kann sich das noch weiterentwickeln und das hat es dann auch tatsächlich, ja. Die Reise ging auf jeden Fall weit. Wie war diese Reise, auch rückblickend jetzt mit dir und Elena? Tatsächlich, nachdem Desi dann gegangen ist, ging es meiner Meinung nach eigentlich nur noch bergauf. Mhm. Und hast gezeigt, ich bin da und ich habe Interesse. Ja, das war das Zeichen für mich, was ich brauchte. Okay, Elena konzentriert sich jetzt komplett auf mich. Deswegen ging es halt dann echt ziemlich steil ja auch bergauf. Elena, wie war das eigentlich für dich, als sie dann plötzlich nicht mehr dabei war? Ja, in der Nacht haben Desi und ich tatsächlich ein sehr kurzes Gespräch darüber gehabt. Und da hatte sie mir auch ihre Gedanken und Gefühle mitgeteilt. Aber letztendlich hatte ich auch keine hundertprozentige Sicherheit und ich wusste jetzt nicht wirklich, okay, geht sie wirklich oder bleibt sie? Und wichtig war für uns in dem Moment auch, ich werde eine Entscheidung für mich treffen und Desi wird eine Entscheidung für sich selbst treffen. Und als die Entscheidung dann fiel, war ich natürlich auch erstmal sehr überrascht und auch teils ein bisschen verletzt, weil sie eine starke Bezugsperson für mich auch in der Villa war. Aber danach wusste ich, okay, sie hat mir irgendwie eine Entscheidung jetzt quasi genommen und ich kann meinen Fokus komplett auf Madeleine legen. Und das war auch gut so dann, ja. So, Leute, und jetzt kommen wir zu einer kleinen Überraschung. Und ich liebe es, dass das passiert, weil ich finde, das macht die Sache jetzt rund. Ja, Desi hat definitiv nicht nur bei Elena für Gefühlschaos gesorgt, sondern eben auch bei dir, Madeleine. Aber lasst uns nicht über, sondern mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Desi. Hello! Boah, das finde ich jetzt spannend, ne? Weil Desi ist ja wirklich einfach abgedampft. So richtig der Flieh-Modus an. Desi ist bei uns. Hi, freut mich hier zu sein. Erzähl, wie geht's dir? Mir geht's gut, auf jeden Fall. Hab das Ganze auch sehr gut verdauen können und ja, hatte eine schöne Zeit, auf jeden Fall da. Wann habt ihr euch eigentlich das letzte Mal gesehen, Madeleine und Desi? Die Frage an euch beide. Ja, in Thailand haben wir uns das letzte Mal gesehen. Krass, die haben sich wirklich vorher gar nicht mehr gesehen. Weil das ist ja jetzt auch schon Monate später gedreht worden. Also Background-Info. Eigentlich ist man davon ausgegangen, dass Princess Charming vor Charming Boys ausgestrahlt wird. Und das Ganze wurde auch relativ zeitgleich gedreht. Erst waren die Charming Boys in der Villa und eine Woche später, so im Anschluss, dann die Princess Charming Girls. Das heißt, der Dreh hat, glaube ich, so im Ende März, Anfang April stattgefunden. Und wir haben jetzt November, Leute. Ich glaube, die Aussprache war dann irgendwann im September, Oktober oder so. Ne? Also wenn ihr mal überlegt, wie viel Zeit da dazwischen liegt, das ist natürlich viel länger, als es irgendwie die Jahre zuvor war. Die letzten zwei Jahre war die Ausstrahlung von Princess Charming ja auch immer im Sommer. Das heißt, es ist sehr viel Zeit vergangen. Und ist dann danach noch irgendwie kommuniziert worden? Ja, wir hatten tatsächlich danach Kontakt. Nicht direkt danach, es hat tatsächlich ganz schön gedauert. Aber dann ja, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen haben wir das erste Mal miteinander telefoniert und haben uns ja, viel gequatscht, so ein bisschen ausgesprochen, in Anführungszeichen. Ich finde, Madeleine wirkt so ein bisschen hurt auf alle Fälle. So als wäre sie vielleicht auch gar nicht so gerne gerade in dieser Show. Reflektiert. Wer hat wen zuerst kontaktiert? Ich. Also ich habe den Kontakt zu Madeleine gesucht. Auch öfters auf jeden Fall. Wenn du sagst, öfters hat sie erstmal nicht reagiert. Sie hat erstmal nicht reagiert, aber ich bin trotzdem am Ball geblieben, weil es mir sehr, sehr wichtig war, nochmal mit ihr zu reden. Mhm. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das finde ich ehrlich gesagt mega schön, weil es war ja schon ein heftiger Abgang. Und ich glaube,
Daisy war einfach komplett überfordert, hat aber nichts unernst gemeint. Also, aber ich glaube, diese ganze Situation war einfach komplett überwältigend, ne? Es war mir wichtig, weil erstens wegen meinem Abgang, den ich da gemacht habe. Zweitens, weil ich einfach wissen wollte, wie es Madeleine geht mit dem ganzen Gefühlschaos. Und mich auch zu entschuldigen, da ich quasi sie ein bisschen stehen gelassen habe, ohne irgendwie großartig irgendwas zu sagen. Das finde ich richtig, richtig schön und reif. Thumbs up dafür, Leute. Warum musste sie quasi immer wieder neu ansetzen? Warum hast du nicht sofort reagiert? Ich weiß nicht, wahrscheinlich denkt man jetzt einfach, weil ich keinen Bock hatte nach dem Abgang, aber tatsächlich war das einfach, weil ich grauenvoll in WhatsApp und Internetkommunikation bin. Ich bin im falschen Jahrhundert geboren. Eigentlich hätte ich gerne einfach so ein Drehscheibentelefon und eine Brieftaube. Brieftaube, even better. Ja, und wenn man mentale Probleme hat, so, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich kenne das von mir. Wenn mein ADHS richtig krass kickt, boah, Leute, ich habe so viele Nachrichten offen und antworte dann nicht, weil es einfach manchmal zu viel ist. Weil wir natürlich ja in unserem Zeitalter auch jederzeit gefühlt erreichbar sind. Das kann natürlich überstimulierend auch sein. Also, dass man so denkt, und noch eine Nachricht, und noch eine Nachricht. Und dann muss man darauf antworten. Und es ist so viel, kann es schon verstehen, aber das bedeutet natürlich auch so, das war das gar nicht so präsent in ihrem Kopf. Und da will man sich vielleicht auch dann gar nicht mit auseinandersetzen. Wer weiß, was danach auch noch passiert ist, sodass sie dann auch ihren Kopf ganz woanders hatte, could be, und dann dafür gar keine Kapazität hatte. Na, das gibt's ja auch. Ja, und deswegen war das so ein bisschen vielleicht unterbewusst, war da vielleicht auch so eine kleine, wie würde das sein, wenn man miteinander redet, weil ich ja offensichtlich schon ein sehr großes Interesse an die sie hatte. Und das hat bestimmt auch eine Rolle gespielt. Wie sehr hat dich das eigentlich berührt, beziehungsweise auch irritiert, die Nähe, die die beiden plötzlich zueinander und miteinander hatten? Also ich bin jetzt nicht so mega, mega überrascht gewesen im Allgemeinen, dass da Frauen untereinander, Kandidatinnen untereinander irgendwie sich, ja, dass sich da was anbahndelt. Das ist ja total menschlich. Aber ich war schon irritiert, eben weil Daisy und ich halt auch den ersten Kuss hatten und so weiter und dann... Ich kann das komplett verstehen, weil Daisy eben, glaube ich, am Anfang schon das Love Interest Nummer 1 der Princess war. Ich hatte einfach großes Interesse und ich wusste auf jeden Fall, dass da schon eine krasse Energie zwischen uns ist, die bei den meisten anderen Frauen noch nicht war. Mhm. Hat Madeleine Tränen in den Augen? Ja, ne? Schon so ein bisschen. Oder sehr feuchte Augen einfach. Wenn nicht sogar zu dem Zeitpunkt eine der stärksten energetischen Connections, die man da gefühlt hat. Das auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wie Daisy... Also, ja, bei mir war es ja genauso. Deswegen war ich ja auch sehr überfordert. Und es war letztlich ihre Entscheidung, ob sie drin bleibt oder ob sie mit mir rausgeht. Also ich habe von ihr nichts erwartet. Ich habe ihr auch nicht gesagt, so, ey, komm bitte mit mir raus. Das finde ich jetzt spannend, ist das jetzt der Schnitt? Weil eigentlich hat ja Madeleine gefragt nach ihren Gefühlen gegenüber Madeleine. Und jetzt sagt sie so, ja, war bei mir genauso. Und dann geht es aber direkt auf Elena. Ich glaube, es ist der Schnitt. Ich glaube, da haben die irgendwas zusammengefriemelt. Weil irgendwie ist es ganz weird, dass das so im Fluss zu Elena geht. Weird. Denn du hast ja am nächsten Tag gesagt, ey, das war ein Abschied für immer. War es ein Abschied für immer? In dem Moment hat sich das für mich sehr stark nach einem Abschied auch angefühlt, weil ich quasi einfach schnell damit abschließen wollte und ich das auch gar nicht mehr so präsent in dem Moment haben wollte. Ja, da war für mich ganz klar, ich muss damit jetzt quasi abschließen in dem Moment. War es denn dann ein Abschied für immer? Wie ist euer Beziehungsstatus? Seid ihr zusammen? Leute, diese Fragen sind einfach so präzise gestellt. He fucking knew it before. Ja. Ja, sind wir. Ihr seid zusammen, ihr seid ein Paar. Hey! Yay! Leute, ich muss zugeben, ich wusste es schon, das Buschfeuer hier in Köln ist groß. Deswegen, I'm not surprised. Ihr vielleicht schon, I don't know. Aber ja, das ist was Schönes. Wir gratulieren. Irgendwie sind die auch süß zusammen, ne? Ja, wir haben uns eigentlich
relativ viel bei Desi in der Wohnung einfach aufgehalten. Da war nicht viel mit rausgehen. Weil natürlich keiner wissen durfte, dass sie zusammen sind. So, ja, grundsätzlich haben wir das alles so in einem ganz kleinen Raum gehalten. War eine schöne Zeit auf jeden Fall, das habe ich gebraucht, auch einfach um alles zu verarbeiten. So, und dann fragt der Moderator was, was finde ich schon ein bisschen berechtigt ist. Stellt man dann auch Alenas Gefühle zu dir in Frage? Eine einfach gestellte Frage, aber wahrscheinlich schwer zu beantworten. Ja, tatsächlich sehr schwer zu beantworten. Ich sag mal so, wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, dann würde ich das wahrscheinlich auf jeden Fall in Frage stellen. Rückblickend wissen wir alle, dass es eine krasse Bubble da war und dass es einfach ja, viele krasse Umstände sind, verzerrte Wahrnehmungen und so weiter. Ich weiß, es hat sich in dem Moment für uns ehrlich angefühlt und an das Gefühl will ich mich festhalten und will mich da gar nicht verrückt machen. Ja. Ich kann Madeleine aber sehr verstehen. Ich kann da Madeleines Sicht sehr, sehr verstehen, weil ich ja auch das Gefühl hatte, die ganze Zeit ist Elena da so drin. Das hat sich für mich alles so kontrolliert angefühlt, dass ich den Eindruck hatte, dass da viel, ich sag jetzt ein Wort, was negativ behaftet ist, aber gar nicht unbedingt negativ behaftet sein muss, Kalkül dahinter steckte. Also ich glaube schon, dass Elena wollte, dass es funktioniert, aber dass das mit Desi natürlich noch nicht abgehakt war, ist klar. Wenn man die Fotos aus der Zeit danach sieht, die später gezeigt werden, ich blende euch das mal ein, das ist so ein Gruppenfoto, die haben sich danach alle nochmal in so einer Extra-Villa getroffen und haben quasi ohne Kamera Princess Charming weitergemacht, nur ohne Princess. Side-Info. Da sind fast alle dann nach dem Auszug dann eben direkt auch hin und haben dann eben noch die Zeit dort verbracht. Ist, macht ja auch irgendwie Sinn, ist ja auch cool, wenn man schon mal in Thailand ist, dass man da dann einfach weiterhin noch ein bisschen Zeit verbringt und dann auch gemeinsam, ohne Kameras. Und da sieht man ja schon auf dem Foto, dass die beiden da sehr close sind. Und Elena ist ja relativ spät ausgezogen. Und ich kann dann schon verstehen, dass eine Madeleine dann hinterfragt, wie ernst war denn das eigentlich mit mir gemeint, so jetzt in dem Moment. Und ja, es ist halt eine Bubble. Vielleicht möchte man sich's in dem Moment auch nicht eingestehen, vielleicht hat man es auch noch nicht klar. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass Elena nicht so drin ist. Ich muss aber auch sagen, Elena hat schon auch gesagt, ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich finde aber, was man daran auch sieht, so, wenn Leute so sagen die ganze Zeit, ich muss jetzt erst mal gucken, wie sich das entwickelt und das so permanent regelmäßig sagen, ist das immer so ein Sign dafür, da ist sich jemand eigentlich gar nicht sicher. Und das reicht eigentlich gar nicht so. Natürlich muss man gucken, wie sich das entwickelt. That's clear. Und ich glaube, wenn man das einmal sagt, aber wenn Menschen das so häufiger sagen, dann sagen die sich das vor, um in dieser Situation zu bleiben, obwohl sie eigentlich gar nicht sicher sind mit dieser Situation. Aber so ein richtig gutes Zeichen für die Verbindung ist es eigentlich nicht. Man sagt das ja auch nicht in einer Freundschaft. Wenn ich mich jetzt mit jemandem befreunde und die ganze Zeit sagen würde, ich muss jetzt erstmal gucken, wie sich das entwickelt zwischen uns beiden, ob wir wirklich befreundet sein können, das macht ja keiner. Das macht man nicht, wenn man mit jemandem befreundet sein will. Und diese Vergleiche tun manchmal ganz gut, um so einen Reality-Check zu machen, ob Menschen so safe stehen einem gegenüber. Und es ist auch okay, wenn Leute nicht safe einem gegenüberstellen. Manchmal brauchen Leute auch Zeit und so. Aber diese permanente Wiederholung ist, glaube ich, was, was man sich so selber für sein Dating-Leben mitnehmen kann. Wenn Leute es öfter sagen, da ist dann einfach eine Unsicherheit einem gegenüber vorhanden. Und natürlich, dieses Format ist unsicher. Es ist natürlich auch nicht komplett die Realität, weil diese Konstruktion natürlich völlig absurd ist, dass eine Princess auf einem Podest steht und alle sie toll finden müssen. Aber es ist trotz allem ein Format, wo wir natürlich Dynamiken sehen und erkennen können. Und das finde ich ja immer besonders spannend. Kommen wir zu Nina, Leute. Nina, wie geht's dir gerade? Gut, bisschen emotional, weil es einfach, es war wirklich ein echt krasses Abenteuer für mich und eine krasse Reise, wo ich so viel über mich selbst gelernt habe. Und dafür bin ich mega dankbar. Und das ist irgendwie ein unglaublich großer Schatz. Und nach so einer längeren Zeit einfach mir nochmal das vor Augen geführt hat, was das Gutes bei mir und mit mir gemacht hat. Was hat es denn Gutes mit dir gemacht? Ich habe das ja schon in der Sendung gesagt, dass ich irgendwie eine Zeit hatte, in der es mir nicht so gut ging und es war rough times und ich hätte mich nicht beworben bei Princess Charming, hätte ich nicht gesagt, ich habe da Bock drauf und ich bin bereit dafür. Das hört sich so kitschig an, ne? Aber ich habe irgendwie die Liebe zu mir selber wiedergefunden und
Ladies, kommt, also dafür muss man auf jeden Fall. Ich liebe alles daran, ne? Und ich kann richtig verstehen, warum. Weil Lina war ja wirklich auch anxious am Ende. Also sie hat ja wirklich gestruggelt. Die hatte so einen Fluchtinstinkt, der tatsächlich auch, also der richtig war. Ich glaube, das nochmal zu sehen und zu erkennen, ey, mein Bauchgefühl war eigentlich immer richtig. Und in dem Moment ging es mir echt nicht so gut. Und danach aber zu erkennen, eigentlich war meine ganze Intuition immer richtig, ist, glaube ich, was einen vielleicht auch bestätigt, das zu sehen. Ich habe den Eindruck, dass Nina einfach so zugänglich für uns alle war, lag einfach daran, dass sie so sehr offen auch das kommuniziert hat, wie sie sich fühlt. Und man hatte so das, also ich hatte das Gefühl bei Nina, dass man so, obwohl sie in einer Show war, obwohl man sie nicht kennt, dass man so nah an sie drankommt. Und sie war natürlich die komplette Sympathieträgerin der Staffel, ne? Also muss man einfach sagen. Du hast allerdings aber auch die Frage gestellt, also war dann doch alles nur vorgespielt. Mhm. Würdest du diese Frage oder diese Aussage jetzt, nachdem du alles nochmal gesehen hast, würdest du sie nochmal so stellen? Mhm. Nee. Es ist Zeit vergangen, das haben wir hier alle schon gesagt, das ist eine Extremsituation. Das war einfach auch nach einer Zeit mit wenig, sehr wenig Schlaf, mit extrem viel hoch und runter mit den Emotionen. Es war einfach unglaublich viel und das Finale war einfach nochmal so die Spitze vom ganzen Eisberg. Und ich glaube, ich wusste auch selber gar nicht so richtig, was ich fühle, weil so viele Emotionen da waren. Und ich glaube, man merkt so richtig, dass Nina das für sich durchreflektiert hat. Bis zum Ende. Die ist da durchgegangen, Leute. So ähnlich ging es dir auch. Und deswegen, ich weiß, dass du mir nichts vorgespielt hast und ich ihr auch nicht. Und so war es dann halt. Also auf jeden Fall auch für mich sehr emotional. Heute habe ich PMS. Shit. Ja. Ja, es tut auf jeden Fall gut, das nochmal von dir zu hören. Ich muss natürlich ehrlich sagen, so das Letzte, was man jetzt von dir gehört hat, im Finale, dass du dich gefragt hast, ob das überhaupt echt war und so, das hat natürlich auch viel mit mir gemacht, das zu sehen, und deswegen tut es sehr, sehr, sehr gut, dass du das gerade nochmal angesprochen hast. Also vielen Dank dafür. Das heißt, die haben auch gar nicht so wirklich geredet danach, oder? Das war eine Mischung aus ganz vielen natürlich. Einmal, und das habe ich ja auch gesagt, habe ich einfach gemerkt, dass ich mich geöffnet habe jeden Tag und auch irgendwie versucht habe, dir zu zeigen, ich bin da, ich habe an dir Interesse, ich mache mich hier verletzlich, indem ich mich öffne, indem ich immer wieder zu dir komme und sage, guck mal hier. Oh Mann, ey, ich glaube, Madeleine hat gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Schuldgefühle sind, aber auf alle Fälle geht ihr das voll nah. Das bin ich, bitteschön. Und ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass das zurückkam, was natürlich auch daran gelegen hat, dass wir in ganz verschiedenen Positionen waren. That's the fucking problem. Das ist einfach, wir müssen diese Formatkonstruktion endlich dann auch bei Princess Charming verändern, ne? Madeleine, dann stand eben Nina auch im Finale, aber genau da hast du ihr die Kette abgenommen. Warum hast du das gemacht? Ja, ich wünschte, auch da hätte ich jetzt eine super klare Antwort. Ich glaube halt, viele konnten nicht so richtig verstehen, dass Madeleine gesehen hat, dass Nina richtig struggelt und eigentlich gar nicht mehr kann. Sie damit ins Finale genommen hat und dann aber sie doch nach Hause geschickt hat. Ich glaube, das hat so viele einfach genervt. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sehen das so mit Wochenabständen. Das ist bei denen Tag an Tag. Das heißt, die haben nicht so viel Zeit, sich von außen darüber sehr intensive Gedanken zu machen. Ich glaube, dass es schon eine sehr krasse Situation ist und dass man nicht so vorausschauend planen kann, weil man emotional dazu gar nicht in der Lage ist, durch diese kurzen Zeitabstände und so. Ich wusste bis kurz vor Finale wirklich auch nicht, wem ich jetzt die Kette abnehme und wem nicht. Also ich musste wirklich in mich gehen und das war gar nicht so leicht. Mir ist es dann auch schwer gefallen, mich irgendwie mit meinen Gefühlen zu verbinden. Und letztendlich, für mich als außenstehende Person, auch anhand dessen, was Madeleine immer zwischendurch gesagt hat, ist ganz klar, dass Elsa die aufregendere Wahl war. Das, was nicht sicher war.
dass man nicht wusste, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Und ihr Bauchgefühl hat ihr das permanent gesagt. Und sie hatte diese Zweifel, das heißt, sie hatte dieses Bauchgefühl. Und Nina hat ihr ein sicheres Gefühl gegeben. Nina war transparent mit ihren Emotionen, was, glaube ich, aber auch für Madeleine eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Belastung, ohne das negativ zu meinen, dargestellt hat, weil das so pure war. Also da wurden alle Emotionen auf den Tisch gelegt. So, ich habe jetzt Angst, weil ich Angst habe, dass ich hier verletzt werde. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Kapazität dafür nicht da war bei Madeleine und dass Elsa natürlich so sehr cool war und so, ich mache das alles, ich passe auf dich auf, ich nehme dich an die Hand. War das einfach so eine kleine Nuance an Gefühl, die anders war und ich kann es heute immer noch nicht beschreiben und das war wieder einfach so ein Momentding. Hätte man vielleicht das Finale einen Tag später gedreht, wer weiß, vielleicht wäre es anders ausgegangen. Ich weiß es nicht, es war wirklich immer so ein... Krass, dass sie das sagt, das bedeutet, glaube ich, nichts Gutes für Elsa und sie als Paar, weil sonst wird die, also kannst du nicht sagen. Es ist auch krass, dass so gar keine emotionale Reaktion bei Elsa gerade ist, ne, wenn sie diese Sachen sagt. So richtig abgetrennt. Wir sind immer noch verbunden. Ich glaube, es gibt da eine tiefe Verbundenheit. Und auch wenn Kontakt ein bisschen holprig ist, ist er ab und zu da. Und es ist okay und es ist gut so, wie es ist. Es ist irgendwie so sad, finde ich gerade. Also ja, Akzeptanz und so. Aber ich sehe da schon irgendwie auch so viel Enttäuschung. Ja, natürlich. Elsa und Madeleine. Ein emotionales Finale? What is it? Sind die beiden noch zusammen? Was glaubt ihr? Es ist total schön. Also es war für mich eine unglaubliche Reise. Und ich habe wirklich keine negativen Gefühle zu irgendwas davon. Micro-Expressions, Leute. Die Mimik stimmt nicht überein mit dem, was Elsa sagt. Tut mir leid. Madeleine, du warst wirklich versteinert. Du hast so... Uff. Oh. Also Elsa guckt Madeleine keine Sekunde an. Du warst in diesem Moment drin. Wo warst du da genau mit deinen Gedanken? Gerade, als ich das gesehen habe? Ja, genau. ich war tatsächlich gar nicht so da. Ja, nee, ich war eher so in meinen Gedanken und eher in der Zeit danach mit meinen Gedanken so ein bisschen. Sie wirkt sehr kühl, finde ich, und sehr, wie so eine Mauer, sehr kontrolliert. Danach haben Elsa und ich uns weiter kennengelernt. Und in der Zeit war ich, glaube ich, gerade ein bisschen... Also ich stelle fest, es fällt dir schwer, darüber ja. zu reden. Warum? Ich glaube, weil das, was ich halt gerade, also was wir gerade gesehen haben, die Bilder aus Bangkok, Koh Samui, das passt halt einfach nicht zu dem Gefühl, was jetzt halt jetzt da ist. Es ging halt nicht so schön... in dieser, in Anführungszeichen, Verliebtheit weiter. Mhm. Ja, also ich sehe eine sehr verletzte Madeleine und eine sehr kühle Elsa. Und ich glaube, deswegen ist das so ein bisschen schwierig, gerade in Worte zu fassen und zu sehen. Ja, seid ihr beide noch ein Paar? Ich soll? Mhm. Nee, wir sind kein Paar. Boah, hart. Also hart, wie sie das sagt. Ich finde es richtig hart, ne? Sie lacht so ein bisschen dabei. Es wirkt sehr, I don't know. I'm really sorry. I'm really sorry. Fällt dir das gerade leicht, das zu sagen? Also das. Und Madeleine lacht, obwohl sie gerade fast kurz davor war zu weinen. Also es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist viel Überforderung auch da mit dieser Situation gerade. Gefühl habe ich zumindest gerade gehabt, weil es kam sehr locker über deine Lippen. Wie schwer oder wie einfach fällt es dir? Es ist halt die Wahrheit. Boah. So, ne? Also, deswegen fällt es mir jetzt nicht schwer, das zu sagen an sich. Und die Wahrheit ist einfach, ich finde, die Wahrheit ist meistens das Schwerste zu sagen. Also in meiner Lebensrealität ist es so, die Wahrheit ist oftmals the most hurtful thing. Aber es ist natürlich schade, weil sie halt recht hat, so was sie gerade gesagt hat, dass man eine unglaublich schöne Reise da hatte und vielleicht nicht da anknüpfen konnte, wo man
aufgehört hat in Bangkok. Mhm. Und ja, das ist schade. Deswegen ist es zum einen schade, das zu sagen, aber zum anderen die Wahrheit deswegen leicht. Das wirkt für mich auf alle Fälle komplett abgeklärt. Aber für mich umso schwerer zu verstehen, denn du wolltest ihr Herz erobern. Was ist da in dir passiert, dass ihr eben jetzt nicht mehr zusammen seid? Ich glaube, da gehören zwei Menschen dazu. Das ist jetzt nicht einfach eine Entscheidung, die ich jetzt so alleine für mich getroffen habe. Aber das muss ich jetzt nochmal rausstellen, ne? Also sie ist nicht alleine schuld daran, dass das nicht geklappt hat. Ich glaube, dass man in dieser Zeit da einfach eine sehr intensive Zeit erlebt. Man macht ja auch irgendwie bei den Dates Sachen, die einen extrem zusammenschweißen für den Moment, ne? Also so Action und Sachen überwinden und... Stimmt. Vor allem Elsa hat diese Dates bekommen. Das sind alles direkt Sachen, die halt eine Messlatte relativ hoch setzen. Und dann kommt man danach in sein normales Leben und lernt so ein bisschen die Realität kennen von dem anderen und gegenseitig von sich. Und ich glaube, dass man das immer ein bisschen schwer einschätzen kann, wenn man da dann so ist. Also wurde vielleicht auch die Situation unterschätzt? Ja, wie Elsa eigentlich schon ganz richtig gesagt hat, man ist halt in der ganzen Reise von Princess Charming, ist man ja in wirklich so einem Bilderbuch-Ding drin. Es ist ja alles sehr märchenhaft und nicht unbedingt Alltag. Ja, krass, ne? Ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht, Leute. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich glaube, viele nicht. Und das lässt sich halt so einfach sagen, weil wir das von außen so betrachten. Ich hätte mir das sehr gewünscht. Ja, dann kommt man eben zurück in seinen Alltag. Und wir wohnen ja auch in unterschiedlichen Ländern, Städten, Ländern. Und das heißt, man ist dann auch noch irgendwie auf Entfernung. Ich habe das Gefühl, Madeleine switcht immer so vom People-Pleasing zu ihren Emotionen und will so, dass jeder sich dort wohlfühlt. Aber es ist gerade schwer, den Raum zu halten, was absolut nachvollziehbar ist. Mir tut es ehrlich gesagt mega leid. Der Alltag von uns beiden ist natürlich nicht so kunterbunt und rosa und schön, wie das in Princess Charming war. Und im Alltag ist halt, im echten Leben ist es halt nicht so leicht wie dort. Man hat nicht halt jeden Tag irgendwie Dates, die einen automatisch beflügeln, einfach nur durch die Situation. Autsch! Diese Sub-Messages, die da rausgehauen werden, finde ich echt heavy. Sag ich euch ehrlich, finde ich heavy. Die durch die Situationen nur beflügelt werden. Hä? Also ist so ein bisschen so the shot on Madeleine. Du hast die Situation nicht beflügelt. Es war kreiert durch die Sachen, die wir gemacht haben, aber an dir hat es nicht gelegen. Das ist die Submessage dahinter. Sondern man ist in seinem Alltag, man ist in verschiedenen alltäglichen Situationen. Und das tut dir weh. I see that. Und dann halt noch sehr auf Distanz. Und ich glaube, da gehört viel dazu, dass man sozusagen diese Messlatte irgendwo wieder auch vielleicht runtersetzen kann und trotzdem damit okay ist. Also es gibt ja Distanzen, es gibt Fernbeziehungen, aber es gibt auch die Distanzen zum jeweiligen Herz. Und wenn man das Herz des anderen quasi erobert hat, dann gibt es eigentlich keine Distanz. Dann kann man auch Beziehungen schaffen. Oh, die Worte sind gerade balsam für Madeleine. Die vom Ort her weit auseinander sind. Warum habt ihr es nicht hinbekommen? Was ich halt von mir selbst sagen kann, ist, dass die Person, die wir jetzt halt so im Fernsehen gesehen haben, die Madeleine, die bin ich zwar. In meinem echten Leben ist es aber nicht unbedingt immer der Fall, dass ich funktioniere. Würdest du damit sagen, bist du in ein Loch gefallen? Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt in ein krasses Loch gefallen, aber natürlich bin ich nach mehreren Wochen mega emotionale Achterbahn erstmal komplett fertig. Und komm, wir schauen jetzt einfach mal. Ja. So, und der Moderator rettet jetzt Madeleine, weil die kann emotional gerade nicht mehr, ne? Das ist gerade alles zu viel. In diesem Augenblick in die Zukunft, was siehst du, was wünschst du dir? Also vieles. Das ist ja das Schöne. Also ich könnte dir jetzt 1000 Wünsche aufsagen. Das freut mich erstmal. Ja, und das ist eigentlich das Schöne, dass ich dir so
theoretisch 1000 Wünsche aufsagen könnte, weil das nicht immer so war. Und ich glaube, hätte ich nur einen Wunsch, würde ich mich darüber riesig freuen. Und das ist quasi ein Wunsch, der schon so ein bisschen in Erfüllung geht. Ich werde im Januar den Darien Gap in Panama durchqueren. Das wollte ich schon immer machen. Das war einer meiner größten Träume. Einfach so komplett abenteuerlustig. Ja, ich hoffe so ein bisschen, dass Madeleine das für sich verarbeiten kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Stimmung ist nicht so geil in dieser Truppe. Zumindest in dieser Konstellation. Es gibt, wie gesagt, am Ende jetzt nochmal ein Video, wo alle eben miteinander feiern, halt ohne Madeleine und ohne Elsa. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so... Da liegt irgendwie so ein bisschen schwerer Schatten auf dem Ganzen gerade. Dir, euch beide natürlich, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat mit dem Zusammensein, auch dir natürlich, Elsa, alles Liebe, alles Gute für die Zukunft. Danke. Auf dass vielleicht deine ganz große Liebe eines Tages vor dir steht. Ich muss ja wirklich sagen, diese Princess-Staffel hat mich richtig berührt. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass Madeleine als Princess sehr nahbar war. Ich konnte so vieles einfach mitfühlen. Und ich glaube, so ging es vielen. Dann haben wir noch Nina gehabt, die auch sehr nahbar war. Und das ist einfach mega schön gewesen, alle so zu begleiten. Und es war natürlich auch sehr spannend mit Desis Auszug und Elsas Einzug und dann bam, bam, bam. Es war einfach, finde ich, eine sehr gelungene Princess Charming Staffel. Auch viele Dinge wurden beachtet, die letzten Staffeln nicht so gut gelaufen sind, würde ich behaupten. Und ich bin sehr froh, dass da einfach auf mehr geachtet wurde, dass die Kritik auch ernst genommen wurde. Und was wir jetzt, finde ich, da so von dieser individuellen Situation mitnehmen können, was Madeleine betrifft, ne? Sie hatte eigentlich das richtige Bauchgefühl, glaube ich. Sie wusste ganz genau, dass das eventuell nicht gut für sie sein könnte. Aber am Ende hat sie sich vor allem für die Frau entschieden, die emotional am unverfügbarsten für sie war. Am Ende hat sie sich für jemanden entschieden, der, glaube ich, emotional für sie nicht kompatibel und vielleicht auch nicht ganz verfügbar war. Was natürlich auch schwierig ist in so einer Show, ne? Also das heißt nicht, dass das privat so sein muss, aber das ist das, was ich so empfunden habe bei der Show. Eine Nina hingegen hat sich total vulnerable in der Show gemacht und hat sich gezeigt in ihren Emotionen. Und man weiß nicht, wie das da, wenn diese Entscheidung, wenn die so ausgefallen wäre, wie es da ausgegangen wäre, hätte auch nicht klappen müssen. Also, ne? Weil natürlich, wenn man so Verletzlichkeit auch zulässt, muss die andere Seite auch die Kapazität dafür haben, das auch mithalten zu können und auch sich verletzlich zu zeigen und das so auf Augenhöhe miteinander sich da zu begegnen, ist nicht unbedingt immer auch eine einfache Aufgabe. Ne? Also sind natürlich immer was auch Dinge in uns hervorholt und so weiter. Und auch auf Wunden zeigt, die einfach noch nicht geheilt wurden. Deswegen überlassen wir jetzt Nina auch die letzten Worte. Be kind zu jedem, der euch begegnet. Ihr wisst nicht, was gerade die Person, die euch begegnet, durchmacht. Und be kind to yourself. Leute, und damit entlasse ich euch ins Wochenende. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns auf diesem Kanal wieder. Bis nächste Woche. Tschüss.